Blackout, Inflation, Kriegsangst und Energiekrise. All das und noch viel mehr sind Dinge, vor denen wir Sie in den letzten Monaten hier auf diesem YouTube-Kanal gewarnt haben. Aber nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr viele namhafte Persönlichkeiten sprechen zwischenzeitlich in der Öffentlichkeit vor der gesellschaftlichen und vor der wirtschaftlichen Katastrophe, auf die wir zurollen. Heute möchte ich Ihnen einige sehr namhafte Persönlichkeiten aufzeigen mit ihren Aussagen, die Sie wahrscheinlich so in den Medien in den letzten Monaten kaum gelesen haben, wenn Sie nicht ganz weit über den Tellerrand schauen. Mein Name ist Dominik Hettner. Ich freue mich, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Wer unserem YouTube-Kanal schon etwas länger folgt, der dürfte vielleicht das Gefühl bekommen, dass sehr, sehr viele Themen sich derzeit zuspitzen und die Lage immer ernster wird. Und genauso ist es allerdings, sehen Sie bloß mich in den Videos und es könnte den Eindruck erwecken, dass ich der Einzige bin, der warnt. Doch es sind viel, viel mehr als nur ich. Und heute möchte ich vor allem auch gegen Ende des Videos einige praktische Tipps mitgeben, wie Sie sich genau gegen diese Probleme schützen können. Schauen wir uns doch mal an, wer in den letzten Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit gewarnt hat und von wem Sie wahrscheinlich so nichts mitbekommen haben, weil die Medien diesen Menschen kaum eine Plattform gegeben haben. Etwa der Chef von JP Morgan, der größten Bank der Vereinigten Staaten, Jamie Dimon, warnte erst kürzlich, dass Europa in eine Rezession gerät und dass eine Volatilität in den Märkten durchaus realistisch sei. Bereits Anfang Juni sprach ich auf unserem YouTube-Kanal in diesem Video ausführlich darüber, wovor er noch warnt. Und zwar warnte er zu diesem Zeitpunkt vor dem Finanzhurricane, der derzeit nach und nach eintrifft. Schauen Sie selbst, was er dazu zu sagen hatte. Right now it's kind of sunny, things are doing fine. You know, everyone thinks the Fed can handle this. That hurricane is right out there down the road coming our way. We just don't know if it's a minor one or Superstorm Sandy or Andrew or something like that. And it's you better brace yourself. So JP Morgan is bracing ourselves and we're going to be very conservative in our balance sheet. And the Fed has to meet this now with raising rates and QT. And the new part of this isn't the raising rates, it's the QT. The QT has, we've never had QE before like this. Therefore, we've never had QT like this. So you're looking at something they're going to be writing history books on for 50 years. But they're going to have to raise rates. And in my view, they have to do QT. They do not have a choice because there's so much liquidity in the system. They have to remove some of the liquidity to stop the speculation, to reduce home prices, stuff like that. Und auch Elon Musk, einer der berühmt-berüchtigsten Menschen und Zeitgenossen unserer heutigen Zeit, wenn es ums Thema Technologie, Bitcoin, Kryptowährungen, aber auch Raumfahrt geht und mit seiner Automobilmarke Tesla es ja genau wissen muss, sieht in den nächsten Jahren besorgniserregende Zeiten auf uns zukommen. Und zwar sagte er, er hat ein super schlechtes Gefühl und warnte sogar davor, dass wir in eine weltweite Rezession geraten. Er schrieb Anfang Juni in einer internen Mail an seine Führungskräfte Folgendes, und zwar: Alle Einstellungen sollten weltweit pausiert werden, und er forderte, und das ist wirklich ernstzunehmend, wenn ein derart prägender und vor allem einflussnehmender Investor und einer der reichsten Menschen der Welt dies sagt, dass 10% der Stellen bei Tesla derzeit sogar gestrichen werden sollen, wenn das nicht mal ein Zeichen für eine wahre Rezession ist, was da noch sonst? Aber auch eine der namhaftesten Hedgefonds-Legenden unserer Zeit, Ray Dalio, einer der größten und reichsten Investoren, warnt nun vor 20% Minus an den Börsen aufgrund der Fed-Zinserhöhungen. Dazu sagte er Folgendes: Es sieht so aus, als müssten die Zinsstärken stark steigen in Richtung des oberen Endes der Spanne von etwa 4,5 bis 6%. Dies wird das Kreditwachstum des privaten Sektors verringern, was die Ausgaben des privaten Sektors und damit die Wirtschaft nach unten ziehen wird. Und bereits vor einiger Zeit warnte Ray Dalio schon mal vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den USA, vor der aktuellen Stagflation, in der wir uns befinden, und vor allem wetterte er gegen europäische Aktien und gegen das Investment der amerikanischen Investoren in europäische Aktien, wovon sich immer mehr US-amerikanische Unternehmen beeinflussen lassen und deswegen auch die Investitionen in Europa nach und nach zurückziehen. Und auch Michael Burry, einer der bekanntesten Investoren der Welt, der mit seinem Film The Big Short, als er 2008 sah, dass die Immobilienkrise und die Lehman-Krise auf uns zurollte, eine wirkliche Legende wurde, hat nun laut einem neuesten Bericht der amerikanischen Börsenaufsicht SEC all seine Aktien verkauft, mit einer einzigen Ausnahme, und zwar mit den Aktien eines amerikanischen Privatgefängnisbetreibers. Und für wen das kein Signal ist, wenn derartige Investoren ihre Liquidität aus solchen Assets abziehen und nur noch in amerikanische Privatgefängnisse investieren, dem ist wahrscheinlich nicht mehr zu helfen. Und auch Warren Buffett setzt mit einer Cashquote von über 145 Milliarden US-Dollar in seinem Investmentunternehmen Berkshire Hathaway darauf, dass derzeit
Cash-Bestände die bessere Alternative zu Börsenwerten oder anderen Investments sind, denn diese Investoren haben immer in schlimmen Krisenzeiten am meisten Geld verdient. Und wenn ein Investor wie Warren Buffett solch große Cash-Quoten, also Cash-Bestände in seinem eigenen Unternehmen hält, dann rechnet er mit Phasen, in denen man günstige Einstiegsgelegenheiten bekommt. Auch dies sollte man betrachten und findet in der medialen Öffentlichkeit so wenig Anklang. Und auch in der Energieversorgung in Deutschland nehmen derzeit die Warnungen zu. Nicht nur Markus Söder, sondern auch Friedrich Merz warnen zwischenzeitlich vor dem kommenden und drohenden Winterblackout, der uns alle im Kalten und vor allem im Dunkeln sitzen lassen könnte. Erst Mitte September warnte Markus Söder im TV, aber sehen Sie selbst, was er zu sagen hatte. Und das Risiko, das wir jetzt im Moment haben, ist, dass das Netz zusammenbricht, dass es Blackouts gibt und dass wir neben einem Wärmeproblem ein jetzt schon veritables Stromproblem noch massiv vergrößern. Und sorry, also wenn ich dann so lese, wie, also wir müssen alle dann nur noch mit Pullovern zu Hause sitzen. Jetzt sind Sie wieder woanders. Ich würde gerne wissen, auch ob Sie Strom. Das Risiko, dieses kleine Rest. Darf ich meine Antwort auch formulieren? Sie stellen die Frage und ich versuche die Antwort nach bestem Wissen und Gewissen zu geben. Wenn Sie beim Risiko bleiben, ja. Ich darf doch sagen, was ich will in der Sendung. Jo. Also, das nehme ich an Anspruch. Aber Sie fragen, was Sie wollen. Ich antworte, was ich für angemessen und richtig halte. Und ich schaue, dass es beim Risiko landet. So ist es. Und das Risiko, das ich Ihnen sage, ist, dass wir den Menschen letztlich kalte Wohnungen bescheren, ein Blackout und möglicherweise der Verlust von Arbeitsplätzen. Und im Vergleich dazu sind die Kraftwerke, die seit Jahren erfolgreich und sicher laufen, noch ein Jahr zu verlängern, echtes weniger Risiko. So. Und auch die österreichische Verteidigungsministerin Claudia Tanner warnte bereits im Herbst 2021 vor dem Blackout, der Europa und Österreich droht. Denken Sie daran, das war schon lange vor dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Und damals sah sie eine zeitliche Perspektive für einen drohenden Blackout von 5 Jahren, in denen uns der Blackout erreichen wird. Diese Wahrscheinlichkeit dürfte sich zwischenzeitlich massiv erhöht haben, wenn man dem Anklang der Medien in den letzten Wochen folgt. Im Übrigen möchte ich erwähnen, dass wir bereits vor 12 Monaten die ersten Videos gemacht haben, in denen wir vor dem Blackout gewarnt haben. Dafür wurden wir belächelt, beschimpft und angegriffen. Sehen Sie aber selbst, wie viele Videos wir in den letzten 12 Monaten zur Warnung und zu Ihrem Schutz zu diesem Thema der Öffentlichkeit preisgegeben haben. Nun aber zu den praktischen Tipps, wie Sie sich optimalerweise vorbereiten sollten, damit Sie nicht derart hart getroffen werden, wie es dem Großteil der Gesellschaft geht. Zum Ersten ist es wichtig, passende Lebensmittelvorräte, Wasservorräte und vor allem Medikamentenvorräte von mindestens 14, besser 30 Tagen parat zu haben. Dennoch sollten Sie auch liquide Mittel besitzen, beispielsweise 3 bis 6 Netto-Monatsgehälter ist das, was wir in unseren Ratgebern in den letzten Monaten immer wieder empfohlen haben, weil wir davon ausgehen, dass die Zustände, vor allem die Verfügbarkeit des Bargelds an den Bankomaten sehr schlecht sein wird. Und ob dann das Vertrauen in die Währung noch gegeben ist oder die Währungen die Stabilität gewährleisten, wie es in den letzten Jahren der Fall war, wissen wir nicht. Denken Sie auch daran, wir sind derzeit schon bei einer Inflation von 10%, welche in den nächsten Monaten noch deutlich anziehen dürfte. Denken Sie auch daran, Ihr Vermögen, welches Sie derzeit nicht benötigen, unter der Beachtung der 3-Speichen-Regel zu verteilen, nicht nur in Immobilien oder in Aktien, vor allem auch in Werten, die derzeit unterbewertet sind, wie physischen Edelmetallen in Form von Gold und Silber anzulegen. Wir haben auch die Vorteile von Gold und Silber als geeignete Krisentauschmittel aufgezeigt. In diesem Video geht es ausführlich darum, welchen Gegenwert Sie in der Krise für welche Zeit anwenden und vor allem zum Tausch verwenden können. Falls Sie finanziell derzeit noch in der Lage sein sollten und das Glück besitzen, auch Ersparnisse aufzubauen, bilden Sie unbedingt eine Rücklage für die Gas- und Stromnachzahlungen, denn diese wird die meisten Menschen sehr, sehr hart treffen. Am besten mehrere tausende Euro. Auch ich, meine Familie und viele Bekannte in unserem Umfeld wurden bereits von dieser Nachzahlung getroffen. Daneben sollten Sie unbedingt beachten, sich auch mit dem Thema der körperlichen Unversehrtheit und Ihrer eigenen Selbstverteidigung zu beschäftigen. Zudem zählt auch das soziale Umfeld als derartiger Schutz. Sollten Sie sich also mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Liebsten, mit Ihren Freunden sehr nahe über dieses Thema austauschen können, dann darf ich Sie herzlich beglückwünschen, denn ich glaube, in einer derartigen Phase ist es umso wichtiger, dass man sich mit dem Nachbar links, rechts, vor oder hinter einem sehr, sehr gut versteht. Ansonsten dürften wir in diesen Zeiten mit dramatischen Plünderungen rechnen dürfen. Wer diese Tipps beachtet, dürfte besser vorbereitet sein als 90% der deutschen Bevölkerung. Und in diesem Ratgeber hier habe ich in sehr ausführlicher Manier mit Stefan von Outdoor Chiemgau alle praktischen Tipps zusammengefasst, was Sie jetzt tun sollten, um sich auf derartige Zustände vorzubereiten. Wer das Video nochmal sehen möchte, hier geht es zu dem Interview mit Stefan von Outdoor Chiemgau mit weit über 100.000 Aufrufen. Ich bedanke mich auch herzlich für Ihre Treue. Vergessen Sie nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren und wir sehen uns bald schon wieder.